Wenn ich die ausbaue, wäre ich auf... Oder zählst du wirklich dazu, Priester? Es könnte auch sein, dass der Priester auch als eine Person zählt. Im Augenblick, wenn ich die hier abziehe, die 4, bin ich bei 91. Statt 90. Hm. Wie gesagt, die habe ich ausgebaut, die beiden noch nicht. Ganz doch, könnte ich eigentlich auch einfach mal machen. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Warum nicht? Apotheke ist ausgebaut, Wirtshäuser auch. Ja, wüsste nicht, dass ich was vergessen hätte. Wie sieht's mit Eisen aus? Sieht okay aus soweit. Da ich so viel Geld habe, wollen wir, machen wir mal wieder ein Fest, damit mehr Frauen kommen. Jawohl! Ein Bote wurde nahe der Provinzgrenze gesichtet. Er wird über die Reichsstraße aus dem Osten zu uns kommen. Auf euren Befehl. Jawohl. Die Regenzeit ist vorüber. Ein Getreidebauer hat kein Kornfeld. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. So, da kommt der Karren. In den Kampf! Ein Karren nicht mit Rohstoffen aufgeben. Ist eingetroffen. Schon unterwegs. So, jetzt sollte mein Militär das regeln können, vor allem meine Bogenschützen. Verstanden. Gut. Alles klar. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Ah, ich sehe es jetzt nicht ganz, wie viele neue Frauen. Nicht viele, so wie es aussieht. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Also geben wir noch mal gleich ein Fest. Geld haben wir ja genug. Ja, und bis auf die Apotheke ist jetzt jedes Ein Gebäude reich. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Und ja, bei der Wolle könnte ich auch noch einen zweiten hiervon. Bauen. Wie viel Eisen habe ich denn? Ja, richtig, sicherheitshalber an meinen Toren. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Jeweils ein Katapult, auch wenn das viel Geld kostet. Verkauft mal ein bisschen Honig. Ein Karren wurde ausgesandt. So.
Eine einzige Frau ist neu dazugekommen. Ah. Ei, wie ihr wünscht. Steht so viel Militär auf dem Feld. Ja, plus 1 grad mal. Na gut, man darf wahrscheinlich die Feste auch nicht so oft hintereinander machen. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Gut, noch 12 Minuten. Da hätten wir den Teil auch geschafft. Und ja, wenn wir den Weber ausgebaut haben... Oh, wir könnten jetzt die Kirche ausbauen. Das wäre natürlich noch besser. Dann haben wir nämlich keinen Mangel mehr an. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Ein Bote wurde nahe der Provinzgrenze gesichtet. Er wird über die Reichsstraße aus dem Osten zu uns kommen. Auf euren Befehl. So, wieder über Osten. Wie ihr wünscht. Bringt wieder Farbe. Da kommt der Angriff. Stürmt los! Stürmt los! Da kommt mein Militär. Sofort. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Unterhaltung müsste mehr als genug da sein. So, Kirche ist ausgebaut. Da könnten wir die ja mal nutzen. 30 Sitzplätze, also von 15 auf 30 hoch. Und uns mit der Kirche auch noch ein bisschen Geld erwirtschaften. Um unsere Ausgaben zu decken. Noch einmal so Eisen bestellen. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Ja, und ich merke, ich gebe für viel Heilkräuter aus. Ja, weil ich Farbe gerade tausche. Und ja, hier sollte ich mal umstellen. Weil die Tiere werden doch langsam Mangelware. Bei mir. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Ja, Wolle kommt. Es ist meine Bestimmung, diesen Titel zu tragen. Alles ja gut. Wenn das deine Bestimmung ist. So. Zwei Banner machen. Alles andere haben wir bereits, bis auf die Burg. Aber trotzdem können wir die Stadt schön schmücken. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs.
Bote wurde nahe der Provinzgrenze gesichtet. Er wird über die Reichsstraße aus dem Osten zu uns kommen. Also Osten mal wieder. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Jawohl. Wechselt auf die Gerechte. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Das können wir auch mal machen. Mal wieder. Alles klar. Auf euren Befehl. Alles klar. Haltet die Augen offen. Verstanden. Ei. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Und ja, ich könnte auch theoretisch einen Trupp Schwertkämpfer oder einen Trupp Bogenschützen an jeder Straße halt bewachen lassen. Das wäre genauso effektiv. Aber so gibt es wenigstens etwas zu tun. Weil so viel Trupp kriege ich nicht zusammen, dass ich gleichzeitig die Straßen überwachen und das Banditenlager angreifen kann. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Ja, das Eis mehrt sich wieder. Geld auch. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Ja, noch 5 Minuten. Dann haben wir das Missionsziel auch geschafft. Und ja, ich wünschte, ich könnte diese verbrannten Gebäude abreißen. Die verschandeln das Stadtbild. Furchtbar. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Da machen wir sie sogar so weg. So, hier oben wäre noch eins, aber das könnten wir dann theoretisch da ein oder zwei Käsereien hinbauen. Dann würde ich sagen, eine und eine hier unten. Oh, hier ist noch eins. So. Jetzt sind wir auf jeden Fall alle abgefackelten Gebäude losgeworden. Ein Bote wurde nahe der Provinzgrenze gesichtet. Er wird über die Reichsstraße aus dem Süden zu uns kommen. Schon unterwegs. Süden diesmal. Ja, der letzte Ausbau braucht halt auch viele Steine. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Ja, der ist auch zu uns unterwegs. Zum Angriff! So,
Zum Glück sind die Wegen auf den Straßen recht schnell, dass sie nicht ganz so schnell abgefangen werden können. Verstanden. Schon unterwegs. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Das ist entweder der letzte oder vorletzte Karren jetzt.